Neues Jahr, neues Haar. Automobiles Kulturgut ist schützenswert. Und weil das so ist, erhalten originalgetreue Fahrzeuge ab 30 Jahren ein historisches Kennzeichen mit praktischen Vorteilen. Neben der günstigeren Steuer dürfen fortan auch Umweltzonen durchfahren werden, die sonst tabu waren. Welche Autos dieses Jahr zu neuen Oldtimern heranreifen, erfahrt ihr hier und jetzt in 7 knackigen Fakten bei Die 7. Auto Nummer 1. Jeep Grand Cherokee. Zugfahrzeug, Langstreckengleiter und Kombi, ein Alleskönner, der nun auch mit H-Kennzeichen daherkommt. Der damit einhergehende Steuervorteil macht den hubraumstarken und durstigen Jeep Cherokee ZJ zugleich attraktiver. Den Amerikaner gab es in der Zeit von 1993 bis 1998 in 4 Varianten. 4 Liter Reihen 6 Zylinder, einen 5,2 Liter V8 und einen 5,9 Liter V8 mit 241 PS. Keine Frage, Durst haben sie alle. Der Spritkonsum bewegt sich im Bereich von 14 Liter auf 100 Kilometer. Sparsamer, aber spaßarm der 2,5 Liter Turbodiesel mit 115 PS. Bei einem Gewicht um die 1,8 Tonnen sorgt er allerdings nicht für emotionale Ausbrüche. Mit dem ZJ werden Schraubenfedern an beiden Achsen verbaut und sorgen für eine angenehmere Fahrt. Der 4,5 Meter lange Trendsetter bietet nicht nur Platz für die ganze Familie, sondern zieht auch schwere Hänger. Dank des Allradantriebs samt Untersetzung und großzügiger Bodenfreiheit fürchtet er zudem kein unbefestigtes Gelände. Der Grand Cherokee steht für robusten US-Maschinenbau. Hier sind Teile auch mal etwas größer dimensioniert als nötig, wenn es im Gegenzug doppelt so lange hält. Den Grand Cherokee gibt es schon für kleines Geld, mehr als 10.000 Euro muss der Spaß nicht kosten. Und als Daily Driver eignet er sich zusätzlich. Auto Nummer 2. Citroën Xantia. Die fünftürige Limousine aus der Feder von Bertone bietet die komplette Citroën-Technologie, die zur damaligen Zeit zur Verfügung stand. So sorgt das Fahrwerk mit 2 unterschiedlichen Federkonstanten und elektronischer Regelung für Fahrspaß und Fahrsicherheit zugleich. Jede Achse verfügt über eine zusätzliche Federkugel, die zum Verhärten der Federung bei Kurvenfahrt, Beschleunigung oder Verzögerung weggeschaltet wird. Zusätzlich optimiert eine mitlenkende Hinterachse das Fahrverhalten. Zum Start des Citroën Xantia stehen 3 Einspritzer-Benzinmotoren mit 101, 121 und 152 PS zur Verfügung. Eine Kombi-Version und eine V6-Variante mit 190 PS folgen 1995. Die Besonderheit des Top-Modells mit dem Namenszusatz Activa: eine aktive Fahrwerkstabilisierung, die das Wankverhalten in der Kurve vermindert. Viele gibt es nicht, etwas über 18.000 Stück verließen das Band. Doch auch die ersten Modelle sind komfortable und geräumige Klassiker, noch dazu günstig. Mehr als 5.000 Euro kosten nur seltene Varianten wie der Activa. Auto Nummer 3. BMW E36. Bereits im August 1990 kommt die 3. Generation des 3er BMW auf den Markt, der E36. Die Limousine macht den Anfang, 1992 folgt das Coupé und seit diesem Jahr darf auch das im Mai 1993 vorgestellte Cabrio das H im Kennzeichen tragen. Mit 4 Sitzen und leichter Keilform ist der E36 die Idealbesetzung für die bald herannahenden Sommerausfahrten. Und bei weitem kein unerreichbarer Traumwagen. Rund 10.000 Euro genügen heute als Einsatz, je nach Motorisierung, Zustand und Laufleistung. Zunächst sind die beiden 6-Zylinder 320i und 325i lieferbar, später folgen der 318i mit 4-Zylinder und das Topmodell M3. Das erscheint 1992 zunächst als Coupé und 1994 als Cabrio. Unter der Haube wütet ein Reihen 6-Zylinder Saugmotor, der 286 PS aus 3 Litern Hubraum zaubert. Knappe 96 PS pro Liter, das ist auch nach heutigen Maßstäben eine beeindruckende Literleistung bei klassischen Saugmotoren. Ein Innovationsschmankerl, die variable Nockenwellenverstellung, kurz VANOS, die hier erstmals zum Einsatz kommt. Sie verstellt die Nockenwellen stets so, dass sowohl im Teillastbereich als auch unter Volllast maximales Drehmoment zur Verfügung steht. Rund 6 Sekunden braucht der Performance-Buyer von 0 auf 100. Der M3 avanciert schon längst zum gesuchten Klassiker, Hauptsache original, unfallfrei und ordentlich gewartet. Die Preise liegen aktuell bei 30.000 bis 40.000 Euro.
Auto Nummer 4. Porsche 993. Für viele Hardliner bleibt er als letzter echter Elfer in Erinnerung, denn er läutet das Ende des luftgekühlten Boxermotors ein. Prinzipiell ist der Sechszylinder eine sanfte Weiterentwicklung aus dem 964-Triebwerk. Die neue Motorsteuerung und eine strömungsoptimierte Abgasanlage genügen, um dem traditionellen 3,6-Liter-Boxer zusätzliche 22 PS zu entlocken. Satte 272 PS und 330 Newtonmeter liefert das Aggregat. In 5,6 Sekunden geht es auf Tempo 100, bis sich bei maximal 270 km/h die Tachonadel einpendelt. Der 993 ist zunächst mit Heckantrieb erhältlich. Zum Modelljahr 1995 folgen die Allradversionen Carrera 4 und der 911 Turbo mit 408 PS. Der luftgekühlte Klassiker gilt als problemloser Elfer für immer und überall. Die voll verzinkte und sehr gut verarbeitete Karosserie hat kaum Korrosionsschwachstellen. Auch die ausgereifte und langlebige Technik macht selten Probleme. Allerdings leidet das 993-Triebwerk wie alle luftgekühlten Elfermotoren unter Ölverlust. Preislich bewegt sich der frisch gebackene Oldtimer bei 60.000 Euro aufwärts im gepflegten Zustand. Auto Nummer 5. Mercedes C-Klasse. Die Baureihe 202 wird zwar gerne als erste C-Klasse bezeichnet, genau genommen handelt es sich aber um die zweite Generation. Der direkte Vorläufer ist der 1982 eingeführte Typ 190 der Baureihe 201, auch bekannt unter dem Namen Baby-Benz. Das damalige Langstreckenrekordfahrzeug übergibt 1993 das Erbe an die 202er Baureihe, die erstmals die Bezeichnung C-Klasse trägt. Mehr Komfort, Platz sowie 4 Ausstattungslinien warten auf die Kunden. Klassik als Basis, Esprit mit Tieferlegung und bunten Stoffen, Eleganz für seriösen Luxus und Sport für ambitionierte Fahrer. Die aus der Baureihe 124 bewährten 4-Ventilmotoren gibt es wahlweise als 4- oder 6-Zylinder. Heute ist ein C180 in gutem Zustand für unter 5.000 Euro zu haben. Die Leistungsspitze bildet der C36 AMG. Die 1993 vorgestellte Hochleistungslimousine ist das erste gemeinsame Projekt von Mercedes-Benz und AMG und geht 1994 in Serie. Angetrieben wird das Topmodell von einem 280 PS starken 3,6 Liter Sechszylinder-Aggregat. Mit nur 5.221 gebauten Exemplaren ist das Topmodell ein gesuchter Klassiker, der in gutem Zustand um die 20.000 Euro kosten kann. Auto Nummer 6. Mazda Xedos 9. Er sollte den Weg in das Premium-Segment ebnen, der Mazda Xedos 9. 1993 startet die Produktion der gehobenen Mittelklasse. Er punktet vor allem durch eine umfangreiche Serienausstattung, die sich die deutsche Konkurrenz teuer bezahlen lässt. Doch auch das hilft dem Japaner nicht und so muss die Produktion 2002 wieder eingestellt werden. Das Modell wird in Japan als Oinos 800 und in Nordamerika als Millennia geführt. Der alternativlose und quer eingebaute V6 leistet im Xedos 9 zwischen 143 und 211 PS. Bei der Top-Motorisierung steht ausschließlich die Viergang-Automatik zur Wahl. Bei den schwächeren Modellen kommt ein Fünfgang-Schaltgetriebe zum Einsatz. Frontangetrieben geht es in 9,5 Sekunden von 0 auf 100. Mit maximal 230 km/h stehen dem Flaggschiff von Mazda die Autobahnen offen. Einen gepflegten Xedos 9 gibt es schon ab 2.600 Euro. Viel zeitgenössischer Luxus für wenig Geld. Auto Nummer 7. Ferrari 456 GT. Der Ferrari 456 GT macht den Familienausflug zum Höhenflug. Das viersitzige Coupé im Aluminiumkleid wirkt harmlos, aber der 5,5 Liter große V12 beschleunigt den Vierventiler in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bei Bedarf weiter bis 301. Der Motor wurde nicht etwa von bestehenden 12-Zylindern abgeleitet, die einen Winkel von 60 Grad aufweisen, sondern vom Dino V6. Das 65-Grad-Aggregat bildet die Grundlage für den neu entwickelten V12. 442 PS schlummern unter der vorderen Haube und warten darauf, maximal 550 Newtonmeter an die Hinterachse zu schicken. Zu Beginn steht nur ein 6-Gang-Schaltgetriebe zur Wahl, später folgt eine 4-Gang-Automatik im GTA. Innovativ, ein gut versteckter Spoiler am Heck, der je nach Geschwindigkeit seinen Winkel elektronisch verändert und für Abtrieb sorgt.
Aktuell sind für einen gepflegten 456 GT und nur einen solchen solltet ihr kaufen, etwa 60.000 Euro anzulegen. Ein kleiner Trost, zum Zahnriemenwechsel darf der Motor drin bleiben. Das spart Wartungskosten. Alles andere als sparsam sind allerdings die 19,5 Liter Testverbrauch, die Automotor und Sport im Frühjahr 1994 ermittelt hat. Das waren die 7 interessantesten Neuzugänge der Oldtimer-Welt bei D7. Was haltet ihr von den neuen Oldtimern? Welche fallen euch noch ein? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von D7 und Automotor und Sport sehen wollt und euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da.